Recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde Europa Universalis 4 mit England. Ja, hier rechts im Dunkeln, da liegt Köln, Westfalen und ja, Deutschland und es ist weiter im Dunkeln, weil das ist beendet. Das haben wir leider nicht hingekriegt. Ja, okay, ist halt so, ne? Und jetzt wollen wir die nächste Runde beginnen und ja, da sind wir hier mit England unterwegs. Wir wollen, unser Ziel ist im Endeffekt hier Irland einzunehmen, dann Schottland und dann gucken wir mal weiter, was auf dem Kontinent geht, ne? Gut, dann wollen wir mal die ersten Sachen dafür machen und zwar würde ich aber sagen, fangen wir hier als erstes mit dem Dingens an. Wie heißt es mit den Diplomatie-Geschichten, Geheimdienst und eine Spionage-Geschichte hier erstmal, Spionage-Netzwerk aufbauen. Machen wir da. Also hier sieht man keine Verbündeten oder sowas, das ist schon mal gut, ne? Der auch, da können wir den zweiten hinschicken, bestätigen. Und der dritte im Bunde ist er oder Ulster. Keiner von denen hat irgendeinen Verbündeten. Okay, dann machen wir da erst Ulster, oder? Ja. Gut. Sollte soweit da laufen. Ja, jetzt ist zu überlegen, ob wir schon das Spiel laufen lassen. Ja, komm, lass mal laufen, damit das schon mal vorangeht. So, wir müssen noch sowas wie Rivalen hier zum Beispiel machen. Gucken wir mal rein. Guck, da sind schon die ersten Bündnisse. Ja, Ulster hat jetzt mit Leicester oder wie der auch immer heißen, Leinster, ein Bündnis eingegangen. So, unsere ärgsten Feinde sind natürlich die Franzosen. Dann haben wir Burgund als Feind. Die sind ja hier unten neben Calais und so. Ja, sind wir sicher. Und der dritte ist... Oh. Der dritte ist... Schottland? Schottland. Weil unsere Nachbarn. So, was steht hier? Ja, schon der erste Kriegsgrund ist da, alles klar. Und da oben kommen schon die ersten Anfragen rein. Das waren die Jingle gerade. Ulster ablehnen, wollen wir einnehmen. Und das zweite ist auch da oben einer. Können wir auch abnehmen. Gut. Wir haben ein Bündnis mit Portugal. Eine Staatsehe mit Portugal. Kriegsgrund haben wir, Rückeroberung. Und da haben wir noch irgendwas. Wunderbar auf jeden Fall. Machen wir erstmal zu. Berater können wir uns nicht leisten. Was können wir bauen? Wir können irgendwo eine Burg bauen. Aber wo sollten wir die jetzt hinbauen? Da unten. Weiß ich nicht, wie es nachher endet, weitergeht. Und da sieht es auch nicht gut aus. Und hier oben haben wir da eine. Ja, wir können hier oben noch eine hinsetzen, aber ist ja auch gerade mit dem Geld am Anfang nicht so einfach, ne? Dann lassen wir das mal sein. Auch wenn das da steht, umkämpfte Nachfolge, ist klar. Eine Mission. Ja, das ist hier unten in Frankreich da. An der Mittel... Ne, Mittelmeer ist das ja nicht. Hier im Ah, wie heißen sie denn da unten? Die Basken. Im Baskenland ist das einer hier. Den sollten wir da machen. Erobern. Aber ich glaube, das ist etwas schwierig, weil die Franzosen doch relativ stark sind. Päpstliche Beziehung oder Prestige? Ich glaube, wir gehen mal aufs Prestige. Okay. Irgendwas mit den Herrschaften aus. So, hier haben wir Debatten, die wir machen müssen. Marine vergrößern, Armee vergrößern. Provinzen Befestigung besteuern. Erweiterung der Bürokratie finanzieren und Treasure Act. Unruhe global minus 2, Spionageabwehr plus 15. Hört sich cool an, ne? Kostenberater weniger, das ist jetzt nicht so interessant. Unterhalb Festung weniger, Festungsverteidigung mehr. Auch schön. Ja, ich glaube, wir nehmen das hier, ne? Da sollen die mal debattieren. Wie, keiner ist dafür, oder was? 0-0. Da müssen wir ein paar Leute auf unsere Seite bringen, oder wie sehe ich das? Diplomatische Unterstützung.
Ja, diplomatische Macht verlieren wir, aber pff, egal, das ist schon okay. Haben wir 30%. Verlieren 5 Legitimität. Ne, das würde ich jetzt nicht so nehmen. Armeetradition würde ich auch nicht nehmen wollen. Merkantilismus und das oberste ist diplomatische Macht. So, reicht, oder? 60% ist mehr wie die Hälfte. Schließen. Gut, das war's dann da. Pause ist schon wieder drin, ne? So, da bauen wir das Spionagenetzwerk auf. Und Ulster auch, ne, oder? Wie weit sind wir denn? 1,48. Okay, jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal ein bisschen schneller. Weil so wirklich tun können wir gerade nichts, ne? Außer Truppen vielleicht schon nach März oder so ähnlich rüberschicken. Dann haben wir eine Flotte ohne Transportschiffe. Und das ist die mit Transportschiffe. Ja, warte mal, die schicken wir mal raus. Wir machen gerade eine Pause. Wir werden ein Risiko eingehen, hoffen, dass ihn niemand herausfindet. Erlange Chefspion. Ja, das ist gut, ne? Da verlieren wir Dukaten und Korruption erhalten wir. Ja, ich denke mal, wir machen den Chefspion. So, was haben wir hier oben? Bündnisanfrager Navarra. Ne, Navarra. Das ist doch unten, ne? Bei Gascogne und so hier. Das ist die andere Seite vom Baskenland. Ja. Ein Bündnis ist akzeptiert. Und das bringt vielleicht was da unten. So. Und wir haben das Schiff rausgejagt, aber das soll hier anlanden, damit wir die Truppen gleich da drauf jagen können. Die nehmen wir nämlich mit nach Irland. So, und dann fahren die dahin. Handelsdisput, Kriegsgrund gegen Frankreich, Embargo verhängt. Ja, die wollen es unbedingt jetzt wissen, ne? Okay, lass laufen. Ja. Die fahren darüber. Da kommt wieder ein Angebot. Eine Staatsehe wollen die auch noch haben. Ja, was haben die denn da unten? Nix, ne, oder? Vier Armeen sind es natürlich, ne? Portugal ist da. Die haben 15. Das wären 19. Wir haben 14 und 12, 26. Wären einige, ne? Ja. Komm, akzeptieren wir. So, weiter geht's. Was macht das Netzwerk? 47. Ein Theologe ist gestorben. Okay. Kann man sowieso nichts gegen machen, ne? was ist denn hier? Ach so, eine Katastrophe hier oben. Ja, okay. Er hat einen Nachfolger. Wenn wir Nachfolger haben, ist das vorbei, ne? Hier unten haben wir zuerst geklickt, glaube, ne? Sind wir schon bei 10,36. Ja. Da haben wir schon den. Wie sieht's aus? 11. Wir sind auf dem zweiten Platz hier, oder was?
Oh, ein Ruf zu den Waffen. Wer ist denn das? Navarro. Arakonischen Unterwerfungskrieg ist das im Endeffekt. Wie groß ist denn A? 2 und 18. Oh, da kommen wir ja gar nicht hin so schnell, oder? Akzeptieren. Okay. Und dann auf den Kanaren, Balearen landen wir. Das wäre cool, oder? Die. Das Schiff ist auf dem Meer, ne? Was ist das? Haltung mal Geld. Prestige jährlich runter, Legitimation auch runter. Lancaster, das ist da, ne? Ne, Lancaster. Ja, komm, nehmen wir. Fertig. Richard soll er heißen. Na, dann lassen Richard heißen. So. Jetzt müssen wir das machen. Das machen. Und dann müssen wir da runter, oder was? Die sind da schon durch, oder? Was macht Castile? Ah, die Franzosen laufen da auch rum. Die sind auch mit Spanien im Krieg, oder was? Warte mal, mach mal langsam. Zeig mal gerade. Wow. Ah, die Spanier sind auf unserer Seite. Ja, dann mal runter, oder? Wer war denn auf der anderen Seite noch so? Ne? Frankreich war auch dabei, cool. Provence, Neapel, Lothringen, Frankreich, Aragon. Aber dann fliegen wir mal in den Balearen ein, oder? Ach, da ist jetzt das Schiff nicht mehr ausgewählt, oder? Das ist schon passend. Gehört das denen auch? Oh, Aragorn gehört das auch. Fahren wir erstmal dahin. Okay, Provence besetzt. Okay, Castile wird Frankreich besetzen. Irgendwo haben wir unter B schon einen Flottenkampf gehabt, der aber positiv ausging. Wir sind hier an der Straße von Gibraltar. Sind wir schon durch? Ne, da sind wir, ne? Okay, nochmal einen Kampf gehabt, aber auch gewonnen. Nochmal gewonnen. Krass. Da räumen wir gerade alles auf, oder was? Holland hat einen Anspruch fingiert. Flandern auch. Okay. Stopp die Ketzer, oder? Begehren. Vatikan, Frankreich. Burgund und Bretagne, alle haben die Meinung schlechter dann und da. Kriegen wir Unruhen und Autonomie. Ne, im eigenen Land dann Unruhen haben, ist auch nicht doll, ne? Dann machen wir das zweite. So. Einflussreicher Prediger. Schickt ihn nach Rom. Papsteinfluss, erhalte Prestige. Prestige wäre unser Ziel, ne? Komm, machen wir das. So. Jetzt ist nur die Frage, wie viele sind auf der Insel? Wir gehen drauf. Mit 11,5 Einheiten. So. Was ist mit Brabant? Außer Schurken, ne? Warte mal, wir müssen mal gerade oben gucken, ob wir da die
Sache hier schon weiterführen können. Ne? Das würde Sinn machen. Anspruch fingieren. Genau. Machen wir. Okay. Und machen wir auch. Den dritten nicht, weil wir brauchen einen zum Friedensvertrag machen, oder? Na, da warten wir erst ab. So, dann Balearen. Besetzen. Hat das schon geklappt? Ging das jetzt so schnell? Nein, ne? Anspruch fingiert. Oder was? Tatsächlich. Ist schon durch. Okay. Wenn dem so ist. Dann ist dem so. Nicht schlimm. Aber wir sind erst hier unten weitermachen. England besetzt. Okay. Das bedeutet, wir können unsere Schiffe jetzt da anlanden, damit wir dann die wieder aufnehmen. Und dann gehen wir hier hin. Weiter geht's. Die Balearen haben wir eingenommen, ne? Okay. Da kommen lauter Schiffe, aber ich glaube keine Soldaten, oder? Bedeuten, haben man ist verstorben, aber nichts von Belang. Ja. Schiff nehmen. Und übersetzen nach da. Okay. So, dann würde ich aber sagen, soll es für diese Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.